Projekt war für uns hochinteressant und kam auch zum richtigen Zeitpunkt, wie wir im Nachhinein sagen können. Die Firma Schaltanlagenbau Westermann existiert seit 1983. Wir haben zurzeit 70 Mitarbeiter und sind in den Geschäftsfeldern Schaltschrankbau, Projektierung, Programmierung und Kabelkonfektionierung unterwegs. Wir planen in der Zukunft die digitalen Daten von den Komponentenherstellern natürlich gleich am Anfang im Engineering-Prozess sofort mit einzubinden, um dann eine entsprechende digitale Kette zu haben, um diese Projektdaten später auch in der Fertigung einsetzen und auswerten zu können. Das Projekt Industrie 4.0 im Schaltschrankbau basierte auf einer Zusammenarbeit zwischen dem Fraunhofer-Institut, den Universitäten Paderborn und Bielefeld sowie einem Projektkreis. Als wir hier im Prinzip vor knapp anderthalb Jahren mit dem Projekt Digitalisierung im Schaltschrankbau begonnen haben, haben wir zunächst einmal die Prozesse, die Produkte und Infrastrukturen im Prinzip aufgenommen und daraus so eine Vision für das Unternehmen erarbeitet. Die wichtigsten Motive von unserer Seite, dieses Projekt zu starten, waren zum einen entsprechende Datenbrüche zu kanalisieren und aufzudecken und entsprechend dann auch zu bewältigen. Von der Firma Weidmüller haben wir sehr gute Daten erhalten, die wir für dieses Projekt hier auch nutzen konnten und die wir dann dementsprechend auch eingesetzt haben. Besondere Herausforderung bei dem Projekt war im Prinzip die Berücksichtigung von Zulieferern und Kunden des Unternehmens, somit auch immer die organisatorischen Herausforderungen mitzudenken, um die Digitalisierung bei dem Unternehmen zu ermöglichen. Wir haben sehr viele interessante Gespräche geführt mit Personen, die in dem Projekt beteiligt waren. Und als Ergebnis aus diesem Projekt nehmen wir für uns eine entsprechende To-Do-Liste mit, die wir jetzt Schritt für Schritt für uns in unserem Betrieb umsetzen wollen, um damit den Betrieb fit für die Zukunft zu machen.